Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sims 3 EP Legacy Challenge. Einige von euch haben es mitbekommen, ich habe in einem Stream alles ein bisschen überarbeitet, ein bisschen CC rausgenommen, die Bugs behoben, es läuft jetzt wieder alles. Es sieht nur ein bisschen anders aus. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich muss es selber auch noch... genau, ich habe oben richtig viel verändert. Wir haben da oben jetzt ein paar Zimmer mehr. Das wird das Zimmer von unserer kleinen Irmgard. Hast du auch eben gehört? Ja, genau. Das werden wir dann demnächst mal einrichten. Hier haben wir noch so ein mega kleines Zimmer und hier ist sogar noch ein Zimmer übrig. Und im... genau, das ist unser ganz normaler Ort. Hier werde ich eventuell nochmal ein paar Bug-Lichter reinsetzen, weil es ist schon arg dunkel. Aber im Keller haben wir noch ein bisschen was geändert. Der wurde vergrößert. Unsere Steinchen sind jetzt alle im Keller unten. Das sieht jetzt quasi so aus. Wir haben hier seine Art Rundgang. Und ja, wie gesagt, einiges ist an CC verschwunden, damit alles auch ein bisschen schneller lädt. Aber wir überspringen jetzt einfach mal die Nacht. Moment, Beatrice, warum bist du hier in dem Bett? Stopp. Ich hätte dich gerne in deinem Bett. Wir schlafen nicht in dem Bett von fremden Leuten. Also fremden Leuten stimmt ja nicht ganz. So, wir überspringen die Nacht auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt übrigens auch die Box of Seeds runtergeladen. Die Karte hat irgendwann einmal ein Gärtner-Mods-Video hochgeladen. Ich glaube, da war die dabei. Das ist eine richtig coole Box. Ich zeige euch dann noch gleich, wie das funktioniert. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz kaufen. Außerdem müsste ich jetzt den Replant-Mod auch wieder haben. Warum schlaft ihr eigentlich im Zelt? Schauen wir mal. Replant. Ah, kann ich aber nicht, weil ich keine... Wow, ich habe noch nie mitgekriegt, dass da so ein Sound kommt. Ingolf stand heute... Ah ja, okay. Ingolf geht es heute nicht so gut, aber ganz ehrlich, Leute, mir wird es als Ingolf auch nicht so gut gehen. Der Ingolf, der hat es echt nicht leicht. So, hier, wir geben mal alles der Sana, weil die wird heute... Ach, wobei, es macht er heute. Hier, Replant. Hier. Ihr habt dann immer die Funktion Replant, wenn eine Pflanze vertrocknet ist. Wobei, wir machen es so. Hier. Replant, sehr gut. Der schlägt dir dann auch immer gleich die beste Qualität vor. Eine Wassermelonenpflanze. Ach so, da hat ja alles... Du hattest deine Wassermelone, ja, die braucht jetzt dein Papa. Das Witzige ist, wenn ihr sie replantet, vorher war das vielleicht eine normale Qualität und jetzt replantet ihr und habt dann eine perfekte Qualität. Also so könnt ihr dann quasi auch die Qualität eures Gartens ein bisschen upgraden. Ich werde euch die zwei Links zu der Box of Seeds und auch zu dem Replant-Mod, wenn ich es nicht vergesse, in die Beschreibung des Videos reinpacken. Aber ich sollte es nicht vergessen, ich habe sie extra offen gelassen. Dann fällt es mir spätestens dann auf. So, Sana, du stehst jetzt bitte mal auf und wirst den Garten pflegen. Das heißt, du jätest alles, währenddessen der Emilio alles replantet. Ihr könnt euch ja noch an den Bug erinnern, wo die da in der Decke herumgeschwirrt sind. Vielleicht blende ich euch einen Screenshot ein. Was sagen wir jetzt? Alles kaputt? Deshalb ist das so giftig. Uah. Ekelhaft. Ja, okay. Du gehst jetzt mal schlafen, mein Lieber. Auf jeden Fall musste ich den Haushalt komplett neu platzieren. Also das ganze Haus. Und aus der Nachbarschaft entfernen quasi. Und deshalb sind alle Wünsche weg. Das heißt, ja, es waren noch alle Beziehungen weg. Deswegen habe ich die ein bisschen gecheatet. Wenn wir also auf Leute treffen, die wir eigentlich schon kennen, also speziell irgendwelche Kumpel von den jüngeren Leuten hier im Haushalt, da jetzt eventuell etliches nicht mehr so ganz passt, aber das werden wir schon noch hinkriegen irgendwie. Ach, heute ist keine Schule, warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil wir sie neu gepflanzt haben. Ah, ja, genau, neu gepflanzt haben. Neu platziert haben. Das kann natürlich sein. Du willst Gärtnern lernen? Warum, wer hat denn die schon wieder da reingesetzt? Hier. Haben wir keine Eier? Wir haben keine Eier. Okay. Hat jemand von euch Eier im Inventar, meine Lieben? Ja, natürlich. Hier, gib mal die Eier da rein. Der Sohn möchte lernen zu kochen. Naja, okay, ich weiß nicht, ob er es wirklich möchte. Aber irgendjemand müsste sich hier jetzt auch nochmal um die da, um die Kleine hier kümmern. Er heißt übrigens jetzt gerade auch nicht Papa. Das müssen wir auch noch hinzufügen. Ich konnte gerade das Kind von der Emma nicht hier hinzufügen. Da müssen wir nochmal gucken, dass das irgendwie klappt. Hier,
Warum sitzt sie eigentlich da? Wie geht's dir? Dir geht's, ja, gefüttert haben sie dich, aber rausgelassen haben sie dich dann nicht. Also, dann nimmst du sie mal hoch und dann trägst du sie auch gleich hoch, weil hier oben sind immer noch die ganzen Spielsachen. Hier muss ich auch noch überlegen, wie ich das Ganze eigentlich aufteile. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Der Eingangsbereich ist übrigens auch neu. Jetzt haben wir da einen Riesenspiegel. Ja, also so ein paar Sachen werdet ihr wahrscheinlich finden. Aber ich habe wirklich einen Haufen. Ich glaube, ich habe mehr als die Hälfte meines CCs rausgeschmissen. Hier, bringen Sie mal da nach oben. Und ich glaube, ah nee, du isst dann erstmal, ja. Du, was gibt's denn an Reste? Gar nichts. Du bringst das verdorbene Essen raus. Nein, du darfst noch nicht essen. Nein, er kocht gleich. Ja, hier stinkt's. Es sieht schon echt schön aus. Wir müssen ihn dann auch noch umstylen. Was? Wieso habt ihr denn in der Nacht eigentlich alle nicht geschlafen? Kann mir das mal einer erklären? Also, was ist da der Hintergedanke bei der ganzen Sache? Ach, weißt du was? Mittagessen servieren. Dann mach du doch einfach gegrillten Käse. Ist draußen jetzt alles fertig wie plantet? Ja, aber um den Garten gekümmert hat sie sich immer noch nicht, weil die schläft noch. Also komm. Man kann übrigens immer replanten, wenn ihr das einfach upgraden wollt. Also wie ist die? Die ist jetzt ausgezeichnet und man könnte sie noch upgraden. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Repariert hast du was, aber warum etwas verbessern? Ach, du wolltest etwas verbessern. Oh nein, das tut mir leid. Jetzt hört doch mal auf, dieses Spiel zu spielen. Du bist in der. Nein, es tut mir echt leid, aber du bist Erfinderin. Ich weiß, dein Lebenswunsch passt da halt überhaupt nicht dazu. Gut, endlich wird gekocht. Du kannst jetzt mal. Was willst du denn hier machen? Reparieren geht leider nicht mehr. Das wurde schon. Die will nur arbeiten, die Frau. Hey, du musst kurz warten. Die Kinder kochen, und zwar beide. Das heißt, ihr habt bald wieder Qual der Wahl, was die Essensauswahl betrifft. Oh Gott, die sind alle total traurig. Denen geht's allen total schlecht. Mit Ingolf, Freund für Leben, und mit Gab, ja, kannst du. Das sind deine Brüder. Das geht. Und der Zwillingsbruder mit dem. Wie seid ihr denn befreundet? Ja, du, das sieht ja, die sind ja schon mal alter Freund. Freunde fürs Leben, das wird schon. Ja, wir haben leider nur einen oben, Leute. Ihr müsst euch da. Oh. Echt, es ist ja wie an einem Sonntagmorgen, wo jeder kochen will und niemand kann. Ja, Ganesha, gucke mal. Hier, weiterkochen. Und du nimmst was. Perfekt, du nimmst ja auch was. Ha, alles gut. Hier, du kommst jetzt auch hierher, nimmst dir einen Teller. Ja, er ist gerade im Baumhaus oben. Ach, das haben wir jetzt verpasst. So schnell geht's. Ihr geht's natürlich super, aber komm, du kannst ja auch was zu essen nehmen. Ich meine, hier eigentlich. Teller nehmen. Aber ich. Oh nein! Die Spülmaschine ist weg. Achso, nö, das ist aber wurscht, weil die haben ja da ein Spülbecken. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Spülmaschine jemals hatten. Ja, komm. Ess noch ein bisschen. So, da. Wie geht's dir? Du schläfst. Ja, komm, hol dir auch was zu essen. Hier, Teller nehmen. Und du isst, du isst. Und dann gehst du halt auch gleich schlafen. Ich weiß ja nicht. Genau, das ist dein Zimmer jetzt übrigens. Das habe ich schon fertig gemacht. Das stellen wir auch gleich ein. Ich glaube, ich habe allgemein noch keine Bettver. Schauen wir mal. Machen wir das schnell durch. Hier wohnt. Ah, doch. Bett von Ferdinand. Moment. Echt jetzt? Echt jetzt? Das ist die Frau deines Bruders. Also, der Andi hat letztens auch gesagt, das ist voll die Inzestfamilie, aber irgendwie haben die schon so komische Anwandlungen. Also, guckt mal. Wir nehmen die jetzt, geben sie ins Inventar und dann kann man hier draufklicken. Bestes Saatgut einlagern und dann nimmt er von überall Saatgut und legt es da rein. Also, öffnen. Ich habe jetzt scheinbar eingestellt immer 5 Stück. Das ist mir ein bisschen zu viel. Hier einstellen, was in der Schachtel-Inventar K. Okay, ja, das können wir da rein. Zahl der zu schützenden Dinger. Ich mache 3. Mehr brauche ich nicht. Und dann lege ich nochmal bestes Saatgut einlagern. Jetzt kann ich nochmal öffnen und es dürften überall höchstens 3 sein. Genau. Alles, was sie jetzt im Inventar hatte, jede Art von Pflanze, hat sie da drin. Das wird aufgehoben.
Und wenn sie jetzt auf mit bestem Dünger düngen geht, dann nimmt sie nur noch die Sachen, die hier draußen liegen. Und ihr habt nicht mehr das Problem, dass sie euch irgendwas wegnehmen. Aber wenn ich mir das so ansehe, scheußlich, ja, hier, stelle ich mal hin, die kann irgendjemand wegräumen. Hier, da ist die Blume des Lebens überhaupt übrigens. Das heißt, wenn er stirbt, ich habe schon wieder nicht die Ecke erwischt. Wenn er stirbt, dann stirbt er nicht. Das ist super. Oh, ja, noch ein Essen da drin. Also, was hortest du denn da in deinem Inventar? Essen. Ekelhaft, Mensch. Käse liegt drin, weil wir ja auch die Käsepflanze haben. Sag mal, ist in diesem Haushalt eigentlich irgendwas nicht kaputt? Warum hast du angeekelt wegen ekelhaften Essen? Ja, gut, das ist aber das Essen, was er gerade weggeräumt hat, glaube ich. Hier, die Reste kannst du eigentlich wegstellen und da kannst du auch die Reste wegstellen. Warum wollt ihr jetzt eigentlich alle dieses Spiel spielen? Ich verstehe das halt echt nicht. Hier, kannst du da nicht irgendwie sagen, kannst du nicht sagen, mitspielen? Ja, ins Spiel einsteigen. Und kannst du da auch mitspielen? Ich weiß nicht, wie viele Leute können das Spiel denn spielen? Ja, komm. Ihr seid Geschwister, dann spielt doch einfach ein bisschen miteinander. Ich kapiere das Spiel zwar nicht ganz, aber. Ah, okay, der muss die scheinbar umwerfen. Das ist jetzt schon sein dritter Wurf. Ich glaube, das Spiel. Nein! Wie hohl! Er hat sich das selber auf den Kopf geworfen. Da hättest du mal nicht ein drittes Mal geworfen. Und? Wow, habt ihr das gesehen? Es ist in der Mitte gelandet und das Ding da hinten hat schon gewackelt. Einmal schauen wir noch. Es fällt sich ja um. Ja. Also, es steht 1 zu 1 oder so. Da, sie darf ein drittes Mal. Jetzt haust du sie auf den Kopf. Und? Nein. Wow, sie ist gut. Ganesha. Ah, doch. Doch, es ist die Ganesha. Ich war mir gerade voll unsicher, wie sie heißt. Du willst irgendwas verbessern. Komm, dann mach doch verbesserte Düsen. Hier. Verbesser das doch. Und Beatrice, weißt du, ich will dich ja nicht ärgern. Du bist ja eine alte Frau. Aber theoretisch schreibst du jetzt schon seit über einer Woche an deinem Buch. Es wäre cool, wenn wir das mal fertig schreiben würden. Gut, du gehst schlafen. Ganesha spielt. Oh nein, wieso haben die denn da rein? Hä? Aber das da unten ist doch ihr Bettchen. Die Arme, die muss in den armen kleinen, in diesen kleinen Abstellraum, wo ich gesagt habe, da lagere ich einfach ein paar Dinge, die ich gerade nicht mehr brauche. Oh Mann. Wer weint denn? Was ist denn los, Ferdinand? Antworten abrufen. Hast du schon was gepostet? Wir gehen jetzt auf Geisterjagd. Hier gibt es scheinbar einen Poltergeist in der Nachbarschaft. Direkt in der Nachbarschaft. Da kümmern wir uns mal drüber, hätte ich gesagt. Komm, beeil dich, sonst sterben die hier noch. Da ist ein Poltergeist. Ja, fünf. Also, dann fangen wir hier an. Exorzieren. Ungehemmter Poltergeist. Die Möbel drehen durch. Folge dem Krach. Und fang die Überwollenden. Was sind die also Übelwollenden. Oh nein, deine Maschine geht nicht. Oh, ich finde das so gruselig. Okay, ein junger, freundlicher Geist. Also ich fand jetzt nicht, dass der so freundlich war. Ja, hol ihn dir. Er will eine Gitarre. Nein, wir fahren nicht nach Frankreich. Die wollen alle Urlaub fahren. So. Wieder ein netter Geist. Ich weiß nicht, ob die Geister so nett sind, ob die Besitzer dieses Hauses das auch so sehen. Ich meine, da ist doch jedes Zimmer ist verflucht. Na? Also ich weiß nicht, irgendwie müsste seinen Geistomat mal. Wie heißt das? Ich hab's vergessen. Aber Banshee-Verbanner heißt das Ding, glaube ich. Das müsste er echt mal upgraden. Nein. Der Geist hat gewechselt. Er ist jetzt im Ofengeist. Kein Kühlschrankgeist mehr. War kalt, jetzt muss er sich aufwärmen. Er ist schon wieder weg. Was ist das für ein anstrengender Geist? Tobia ist ein junger Erwachsener. Oh Gott.
Endlich! Wir haben den nervigen Ver... Ach, es ist ein verängstigter Geist, deshalb. Hier, der ist blau. Ein Klogeist. Die heulende Myrte ist das. Die ist doch auch so bläulich, oder? Welche Stufe haben wir denn eigentlich schon? Stufe 5, bei der Hälfte. Vielleicht kriegen wir ja heute ein Level up in unserem Job. Nein! Ah, du bist aber nervig. Tobia ist im Militär. Okay. Ein Spiel im Stadion stehen, was sie alle sehen wollen. Gut, es ist ein verlorener alter Geist. Und jetzt der letzte. Ein grüner. Komm. Wir haben es geschafft. Okay, nee, das hat fast gar nichts gebracht. Boah, das wird ja ewig dauern. Hier. Oh, falsch. Ich wollte auf das Symbol klicken. Es tut mir leid. Und noch ein Poltergeist. Beziehungsweise mehrere Poltergeister. Ach, das ist das Haus, was ich für die Elena gebaut habe. Das ist innen total leer, weil ich es nicht wirklich eingerichtet habe. Nur mit den allernötigsten Dingen. Hier. Oh, ich glaube, die Beatrice ist gerade fertig geworden. Was? Die hat ein Kapitel geschrieben und so viel bekommen? Was zur Hölle? Die hat 191 bekommen, nur weil sie ein Kapitel fertig geschrieben hat. Der Eckschrank, hoffentlich erreicht er den auch. Hallo, Karl. Da wohnt nämlich die Frieda in dem Haus. Ja, total komisch eingerichtet. Aber so ist es halt. Oh, ich hoffe, da kommen die hin. Was zur Hölle? Ach, die... Wer ist das? Nikita Müller. Ja, ich weiß, es ist total nervig, weil wir so viele Geister hier im Haus haben. Es tut mir für euch auch total leid. Hier, exorziere diese Pflanze hier. Ich hoffe, du kommst hin. Und das Babyklo ist dann auch noch besessen. Oh. Ja, irgendwas ist da ersetzt, nämlich lauter knallrote Klos. Oh, Theresa ist ein Kind. Warum wollen die jetzt alle kennenlernen auf jeden Fall? Okay, egal. Es ist das dein Ernst? Guckt euch das an. Wir tun da hinten einen Geist jagen und er legt sich da einfach hin. Wobei, jetzt ist der Geist weg. Ja, er ist ja schon draußen. Oh Gott. Profi-Fotograf, auch cool. So, der nächste Job ist erledigt. Ich glaube, das war's jetzt wieder. Wir haben nämlich nur 2 pro Nacht irgendwie. Genau, nee, dann gibt's dieses Mal leider kein Dings. Kein Level Up. Aber dann ist es morgen soweit. Guck mal, wie schnell das jetzt lädt. Naja, okay, doch nicht. Aber schneller als das letzte Mal noch? Nee, ich glaube, ich habe immer noch so viel Sisi. Oh. Naja, egal. Es lädt aber ein bisschen schneller. Du hast voll die kranken Schlafenszeiten eigentlich. So, also, aber du lernst dir jetzt ein bisschen sprechen. Du bist ja eh noch nicht müde. Wer spielt denn da jetzt? Sana. Weißt du, wenn du jetzt ins Bett gehen würdest, so als Vorschlag, dann könntest du morgen mal zu einer vernünftigen Zeit auch wieder aufstehen. Hier, schlafen. Oh nein, ich dachte, die kriegen ein Kind. Jetzt streiten die beiden. Oh, das wäre natürlich total bitter. Gut, wir überspringen jetzt aber auch wieder die Nacht, glaube ich. Die Beatrice ist voll im Schaffensprozess. Die schreibt auch noch. Der geht es auch noch ganz gut. Du redest mit ihr. Du schläfst, du schläfst, du schläfst. Ja, wir werden bis morgen warten. Oh, guter Tag. Oh, Nuba Dark. Sie hat das Sprechen gelernt. Juhu. Das ist ja super. Aber kannst du denn nicht mit ihr spielen? Doch, spielen mit. Oh, nee, das war er. Sie. Ah, nee, das geht leider nicht. Okay, du hast auf jeden Fall Hunger. Ich würde sagen, dann gehst du auch noch baden, duschen oder so. Hier, duschen. Und der ist immer noch kaputt. Was ist denn los? Warum kann der dann nicht mehr duschen gehen? Das verstehe ich nicht.
Das müssen wir nachher noch. Ich kann das Haus nach Gespenstern absuchen? Wie das? Ich kann doch nicht hier ein Gespenst finden. Ich finde das gerade sehr cool. Aber ich wüsste nicht, warum er hier ein Gespenst finden sollte. Gott, ist das ein nerviges Geräusch. Und, hast du was gefunden? Gott, stellt euch vor, es gäbe sowas in Phasmophobia. Ich glaube, wir hätten nichts gefunden. Ja, null Gespenster hier zu suchen. Kiko hat die Zukunft. Okay, Kiko muss überarbeitet werden. Ja. Was? Scheibengleister, ich habe das gerade weggedrückt. Wer will wem heiraten? Hä? Moment. Ich hoffe, ich werde das nachher nochmal herausfinden. Okay, wie geht's dir denn? Ihr geht's eigentlich soweit ganz gut. Ja, in welches Kinderbettchen legst du sie? In das da hier. Upsi, das wollte ich nicht. Hier. Und du gehst jetzt ins Bett, weil morgen ist nämlich Schule. Und da solltest du dann auch ein bisschen ausgeschlafen sein, hätte ich gesagt. Nee, eigentlich ist ja schon morgen. Ich sehe es gerade. Oh nein! Hier, ist was und du auch. Oh nee, sie hat heute wieder ihre Launen. Alles klar. Wer schreit denn? Ach du bist müde? Ja, dann gehst du doch mal ins Bett. Hier, schlafen. Oh Gott, sie hat keinen Spaß mehr am Schreiben. Warum? Sie schreibt doch gerne. Gelb hat auch Launen. Ai je. Unsere Teenager haben halt, also unsere Zwillinge, die haben halt beide mega Launen. Das kann lustig werden. Das kann heiter werden. Hier, du gehst auch mal ins Bett. Also eins muss ich schon sagen, der Job, der hat schon so ein bisschen den Nachteil. Hier, du wolltest was essen. Dass der echt komische Schlafenszeiten hat. Aber gut. Isst du schon was? Ja, da, komm. Ingolf hat heute Geburtstag. Yay! Das erste Kind wird erwachsen und ich glaube, wir werden dann demnächst einen Stream starten, wo wir ein Haus für Ingolf bauen. Also so ein Starterhäuschen für Ingolf in grün. Ich glaube, das machen wir dann mal. Vielleicht am Donnerstag oder so. Müssen wir mal gucken. Also Mittwoch habe ich ja Prüfung. Und dann danach vielleicht. Und du bist ausgeschlafen. Das heißt, du kannst hierhin. Zu viel Hunger. Okay. Irmgard das Laufen beibringen. Ja, kannst du machen. Das ist ja auch deine Tochter. Du kannst da ruhig mal mitarbeiten. So ist es ja nicht. Ja, alle ab in die Schule. Keiner kommt mir zu spät. Oh Gott, Ganesha ist voll motiviert. Wohingegen der Hackelschorsch einfach ganz langsam und gesittet dorthin geht. Ganesha läuft. Ja, kommt. Geht einfach durch die Dinger durch. Ich glaube, ich habe gerade ein schreiendes Kind gehört. Ah, nee. Okay, nein, sie hatte nur kurz Aggressionsprobleme. Also, Sana, du möchtest ihr ja das Laufen beibringen. Hier, Laufen beibringen, das darfst du gerne probieren. Wobei das ja echt anstrengend ist. Aber probier es einfach mal. Hier, ich hätte gerne, dass ihr bitte neue Freunde findet. Neue Freunde finden und neue Freunde finden. Und, ja, jetzt ist halt die Frage. Weißt du was? Du machst eine Geburtstagsparty für Ingolf. Hier, Party veranstalten. Ich hoffe, er kennt die Amber. Also, hier, Geburtstagsparty. Beginnen, die kommen ja alle später, also machen wir 17 Uhr. Kleiderordnung, machen wir mal formelle Kleidung. So, alles für Düllerige und Müller-mäßige wird eingeladen. Und Scott. Wie viele Müller gibt's? Oh, der ist auch mit. Hier, der wird auch, weil der. Und Scott, Amber, bist du groß geworden? Oh, Amber ist eine junge Erwachsene. Gott, die hat Star-Allüren. Amber ist eine junge Erwachsene. Leute, das ist richtig gut. Dann ist sie jetzt eine junge Erwachsene. Und hier, bitte, fütter das mal. Und wenn sie eine junge Erwachsene ist, dann heißt das, dass die zwei dann, also beide junge Erwachsene. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Dann können wir das ja gleich Nägel mit Köpfen und so. Ah, wie gut. Wie gut.
Oh nein, sie hat Hunger. Du musst dir doch was zu essen geben. Hier im Hochstuhl füttern. Na, wobei, nee, wir füttern sie hier oben. Da müssen wir sie nachher nicht wieder. Ja, mit der Mama kannst du jederzeit telefonieren. Das ist ja kein Ding. Am Boden füttern. Hier, bitteschön. Gib ihr was zu essen. Also, da. Fein, fein. Nächste Altersstufe. Erstellt Verlobung. Valeria Pompös hat sich verlobt. Kiko Richards hat sich auch verlobt. Lukas Hirsch, Marcella, Valero. Okay. Vielleicht waren das auch Valeria Pompös und Kiko Richards, die sich verlobt haben. Solange nicht die Embers... Nein, Ember. Ember möchte Emilio besser kennenlernen. Ich glaub's ja nicht. Ja, die zwei haben sich verlobt. Okay. Was ist jetzt los? Nein, nein, nein. Kitzeln. Was ist denn los? Oh nein, sie ist müde. Ja, du dann gehst du da. Oh Gott. Sie weint. Sie weint. Nein. Mach's uns bitte nicht kaputt. Oh. Ja, also eigentlich müsste er jetzt da in die Arbeit. Das kannst du später mal machen. Mann, die sind gerade zusammengezogen und dann wieder auseinander. Oh. Ja, wir müssen einfach mehr Häuser bauen. Leute, ich sag's euch, wir brauchen mehr so Starterhäuschen mit einem Kinderzimmer oder so. Clemens nach Karriere fragen, sind die schon da? Was macht die? Achso, ein Edelstein sich angucken. Wo ist denn die Annabelle? Hä? Haben wir Besuch? Ist Annabelle da? Annabelle ist doch gar nicht da. Ich weiß nicht, was die meint. Nö. Wer auch immer da jetzt gerade noch abgeholt wird. Ganesha, nein, heute nicht. Dein Bruder feiert Geburtstag, bleib bitte da. Ja, genau, dein Bruder feiert Geburtstag und deswegen gehst du jetzt ganz schnell duschen. Hier, duschen. Danke. Und was ist mit ihr los? Okay, aber sie schläft, glaube ich, jetzt, oder? Ist sie eingeschlafen? Ja, gut, sie schläft. Ach, sie hat sich schon herausgeputzt. Das heißt, die sind auch gleich da, die Gäste. Aber es ist ja noch gar nicht 17 Uhr. Nee, du angelst jetzt nicht. Ich würde sagen, hier... Ach, jetzt haben wir da unten gar kein Dings hingebaut. Egal. Die Steffi hat mir... Nee, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Irgendjemand, ich müsste nachgucken, hat geschrieben, wir sollen doch im Keller ein Badezimmer bauen. Und das werden wir dann auch machen demnächst. Aber ich muss erstmal das Badezimmerproblem lösen. Jetzt ist halt die Frage, soll Ingolf dann direkt... Ja, Ingolf wird dann bald aussehen, sobald er mit der Ember zusammen ist, weil das würde ich gerne noch aktiv beeinflussen. Sobald er mit der Ember zusammen ist, wird er dann, denke ich mal, auch ausziehen. Oder vielleicht... Ich weiß es nicht. Vielleicht zieht sie hier ein und dann ziehen sie gemeinsam aus. Ach, ich weiß es noch nicht. Aber Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt einen Cut und die Geburtstagsfeier... Und alles, was rund um Ember ist, die würde jetzt wahrscheinlich die zeitlichen Rahmen nämlich sprengen. Das verschieben wir aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß. Tschüss!